Ein richtiges Kundenmanagementsystem, ein sogenanntes CRM-System für die eigene Agentur, für das eigene Unternehmen bauen. Warum ist ein Kundenmanagementsystem so unglaublich wichtig? Ohne ein richtiges Kundenmanagementsystem bleibt einfach unglaublich viel Geld liegen. Ja, es gibt nicht ohne Grund den bekannten Satz, ja, im Follow-up liegt das Geld und auch in den Bestandskunden liegt das Geld. Und im Endeffekt kann man das Geld aber nur holen, wenn man ein richtiges CRM-System hat, also eine richtige Kundenliste hat, die eben ja auch mit einem interagiert. Es ist grundsätzlich so bei großen Agenturen da draußen, großen Dienstleistern da draußen, dass die meistens nicht nur ihren ganzen Umsatz über Neukunden machen, sondern die großen Agenturen da draußen machen teilweise 80% ihres Umsatzes über Bestandskundengeschäft, über Follow-up und so weiter. Und deswegen hast du natürlich ein Riesenproblem beim Skalieren, wenn du dich immer nur darauf konzentrierst, neue Kunden zu gewinnen. Und genau aus dem Grund ist es super wichtig, Follow-ups zu machen, Bestandskundengeschäft auch auf ein neues Level zu bringen. Und wie gesagt, das ist einfach nur möglich mit dem richtigen CRM-System. Und wie ihr das bauen könnt, ja, wie ihr das relativ schnell und auch super kostengünstig und so weiter alles einrichten könnt, das werdet ihr heute hier in diesem Video lernen. Die meisten Gründer oder Anfänger und so weiter starten ja meistens irgendwie mit ihrer Kundenliste als Excel-Tabelle, Google-Sheet und so weiter und so fort. Kann man auch machen, man kann damit auch relativ gute Ergebnisse erzielen. Allerdings fehlen ein paar wichtige Funktionen. Und zwar, es fehlen beispielsweise die richtigen Erinnerungen, es fehlen beispielsweise die richtigen To-Dos und so weiter, die automatisch angezeigt werden, sodass du direkt, wenn du morgens als Vertriebler ja, in deine Liste gehst, sofort auf einen Blick sehen kannst, ah okay, wen muss ich anrufen, ja, bei wem muss ich Follow-up machen, welcher Kunde ist jetzt schon 3 Monate am Start, den ich nochmal anrufen muss für ein neues Paket und so weiter. Und genau diese wichtigen Funktionen bleiben einem natürlich bei einer Excel-Liste und einem Google-Sheet leider aus. Deshalb möchte ich mit euch jetzt einfach mal in ein Tool reingehen und euch dort konkret am Bildschirm zeigen, wie ihr das CRM-System einrichten könnt. Und zwar gehen wir hierzu einfach mal auf agentursysteme.com. Ja, dieses Tool ist praktisch ein ja komplett All-in-One-Tool für Agenturen, wo du nicht nur ein CRM-System bauen kannst, sondern wo du auch deine Zahlungen mit abwickeln kannst, deine Kunden onboarden kannst, mit den Kunden chatten kannst und so weiter und so fort. Was wir heute aber machen wollen, ist, wir wollen uns darauf konzentrieren, wirklich ein CRM aufzubauen. Der große Vorteil bei dem CRM-System von Agentursysteme ist, ja, dass du nicht nur das Ganze super kostengünstig machen kannst, sondern dass du wirklich auch alles 100% individuell auf dich anpassen kannst, genauso wie du dein CRM-System brauchst. So, ich bin jetzt direkt hier einmal in meinem Agentursysteme Beispiel-Account, ja, und bin hier direkt einmal in das Kundenmanagementsystem reingegangen und ich habe einfach schon mal ein paar Musterspalten erstellt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, der große Vorteil hier ist, dass du wirklich alles 100% anpassen kannst, ja, auf deine Bedürfnisse und so weiter und so fort. Das bedeutet, du hast die Möglichkeit, hier wirklich verschiedene Spalten zu erstellen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt einen neuen Lead haben, dann können wir unsere neuen Leads hier alle reinschreiben. Und wenn wir ein Telefonat hatten mit diesem Kunden, dann können wir diesen Kunden nehmen. Und wenn wir diesen Kunden gewonnen haben, ja, dann können wir hier dementsprechend den Kunden direkt einmal reinziehen, beziehungsweise unser Vertriebler kann den Kunden hier direkt einmal reinziehen und dementsprechend wissen wir immer sofort, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem Lead telefoniert haben und der Lead beispielsweise sagt, aber hey, bei ihm passt es gerade nicht, erst in der Woche beispielsweise, dann können wir hier einfach oben einen neuen Status, also eine neue Spalte erstellen, wo wir zum Beispiel reinschreiben, Lead Follow-up, ja, zack, Lead Follow-up, dann machen wir hier einfach das Ganze ja als gelbe Spalte mal zum Beispiel, legen das Ganze einmal an und schon können wir den Lead beispielsweise hier direkt einmal reinziehen. Und somit haben wir immer auf einen Blick ja sofort, was Stand der Dinge ist. Ja, bei welchen Leads habe ich ein Follow-up, welche Leads sind noch neu, welche Leads sind im Termin nicht erschienen. Ja, dann könnte ich hier noch eine neue Spalte machen. Termin NE zum Beispiel ist Termin nicht erschienen. Also das würde ich euch immer empfehlen. Lead neu, ja, Lead Follow-up, dann im Endeffekt Termin NE. Termin NE, ja, das ist dann Termin nicht erschienen. Das heißt, man hatte einen Call ausgemacht, aber der Kunde ist nicht erschienen.
und im Endeffekt Kunden gewonnen. Ja, weil dann hat man immer so 4 Spalten, wo man schon mal einiges mit abarbeiten kann. Dann gibt es natürlich noch ein paar zusätzliche, aber das kommt immer darauf an, was ihr für ein Angebot habt und was ihr mit eurer Agentur genau macht. Wenn wir jetzt beispielsweise einen Kunden gewonnen haben, ja, dann können wir den Kunden hier reinziehen in Kunden gewonnen und dementsprechend haben wir die Möglichkeit, diesem Kunden auf einen Klick direkt beispielsweise eine Rechnung zu senden, ja, dass er direkt die erste Rechnung bekommt und diese auch direkt bezahlen kann, ja, mit PayPal, Lastschrift und so weiter und so fort. Und wenn wir einen neuen Kunden gewonnen haben, ja, dann hat man ja meistens auch immer einige Dateien, ja, man hat einen Vertrag, man hat das Firmenlogo, man hat ein paar Bilder, whatever. Und bisher hat man das Ganze immer auf Google Drive hochgeladen. Ja, was ihr jetzt aber machen könnt, ist, ihr könnt alles auf einer Plattform machen. Das bedeutet, ihr geht direkt hier einmal rein, könnt dementsprechend die Dateien alle hochladen, habt dann alles gebündelt direkt bei diesem Kunden. Und zusätzlich könntet ihr mit diesem Kunden auch direkt chatten. Es gibt bei agentursysteme.com auch eben die Möglichkeit, mit den Kunden direkt zu kommunizieren, zu chatten und so weiter und so fort. Und deswegen könnt ihr da natürlich alles abbilden, was ihr braucht. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt einen Kunden im Follow-up, ja, und ihr zieht den hier rein, dann könnt ihr natürlich jederzeit auch den Kunden bearbeiten. Das heißt, ihr könnt hier direkt einmal auf Kunde bearbeiten und könnt dann ein neues Follow-up festlegen. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ruf mich nochmal in 3 Wochen an, ja, dann klicke ich hier den 26. rein und schreibe zum Beispiel für den nächsten Vertriebler rein, Kunde hat zum Beispiel, nehmen wir einfach mal Interesse, aber hat schlechte Erfahrungen gemacht mit Agenturen zum Beispiel. Dann können wir das hier reinschreiben, dann können wir das Ganze direkt auch einmal speichern und schon sind diese ganzen Dinge hinterlegt und ich kann direkt auf einen Klick sehen, okay, wann muss ich den Kunden denn anrufen? Das ist auch, wenn ihr dann direkt in euer Dashboard reingeht bei Agentursysteme, wird euch dann direkt auch angezeigt, ja, was ihr zu tun habt, mit welchem Kunden habt ihr ein Kundengespräch, Follow-up und so weiter und ihr habt auch hier im Content Planer nochmal einen Kalender, ja, und in diesem Kalender seht ihr dann auch ganz genau, wann welcher Follow-up-Termin ansteht, wann welcher Kunde ansteht. Das heißt, ihr habt die perfekten Erinnerungen. Ja, ihr könnt eure Kunden perfekt hier einmal einpflegen, direkt alle Dateien verwalten und dementsprechend habt ihr wirklich alles auf einen Blick super kostengünstig, perfekt geordnet. Deshalb, wenn ich euch eine Sache raten kann, dann fangt wirklich früh an, mit dem richtigen CRM-System zu arbeiten. Ja, das ist wie wenn man in Aktien investiert. Umso früher man in Aktien, ETFs und so weiter investiert, umso mehr bekommt man schneller auch raus. Und genauso ist es beim CRM-System auch. Ja, wenn man täglich Kaltakquise macht, wenn man täglich Kundendaten hat und so weiter, dann sollte man die von Anfang an richtig pflegen in einem richtigen CRM-System, weil dann hat man irgendwann automatisch allein nur über das Follow-up so einen guten Kundenfluss und deswegen kann ich euch nur empfehlen, das von Anfang an, wie gesagt, richtig zu machen und da kann ich euch agentursysteme.com einfach nur wärmstens empfehlen. Ich packe euch auch nochmal den Link unten in die Beschreibung rein, dann könnt ihr euch das Ganze einfach mal kostenlos für 7 Tage sichern, ausprobieren und direkt da eure ersten Prozesse bauen und ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir euer Feedback in die Kommentare und abonniert hier auch auf jeden Fall den Kanal, denn hier werden in den nächsten Wochen einige Videos kommen zum Thema Agenturen, ja, zum Thema Prozesse, Social Media, Online-Marketing und so weiter und dementsprechend abonniert den Kanal, um wirklich nichts mehr zu verpassen und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Einrichten, Umsetzen und wir sehen uns, hören uns dann in den nächsten Videos.